Blow schaut von Anke Schönfelder, die ja immerhin die deutsche Meisterin ist, dann hat sie an drei Geräten gute Leistungen gezeigt. Pferdsprung 9,625, Balken und Boden, wie erwähnt, 9,75 jeweils. Und nur durch ihre beiden Stürze am Stufenbahn mit einer Endnote von 8,50 ist sie halt weit zurückgefallen. Sie hat da also einen ganzen Punkt verschenkt. Wenn sie diese Fehler nicht gemacht hätte, wäre sie unter den ersten sechs gewesen. Naja, aber so geht's nun mal im Wettkampf. Letzte Turnerin des Tages ist nun aus Ungarn Bernadett Balázs. Oh, da ist sie ganz knapp im Boden drin geblieben. Ich glaube nicht, dass die Kampfrichter das abziehen. Nein, so kleinlich sind sie, glaube ich, nicht. Erfrischende Bodenübung. Und sie bereitet sich auf ihre letzte Reihe vor. Sie zeigt uns Ronda Flickflack und den Doppelseite gehockt. So, das war der Mehrkampf beim internationalen